Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem zweiteiligen Dokumentarfilm Mythos Malmedy. Der erste Teil beginnt mit der Ardennenoffensive im Dezember 1944. Die Kampfgruppe Piper, die im Rahmen der 6. Panzerarmee eingesetzt war, soll nach amerikanischer Darstellung an der Bonnier-Kreuzung ein Massaker an US-Gefangenen begangen haben. Der zweite Teil umfasst den kontroversen Schauprozess in Dachau und schildert das Schicksal der zu Unrecht verurteilten Männer, der Leibstandarte Adolf Hitler nach ihrer Entlassung auf Parole aus dem Landsberger Gefängnis. In der winterlichen Stille der Eifel versammelten sich im Dezember 1944 die deutschen Angriffstruppen zur letzten Offensive im Westen. In der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember bezog auch die 1. SS-Panzerdivision Leibstandarte ihre Bereitstellung im Blankenheimer Wald. Am 14.12. war dann der Aufmarsch abgeschlossen. Alle Bewegungen geschahen unter strengster Geheimhaltung. Die Verwischung der Spuren und die Tarnung der Panzer gegen Fliegersicht war befohlen, um den Aufmarsch der deutschen Truppen vor dem feindlichen Nachrichtendienst geheim zu halten. Denn nur 26 Kilometer lagen zwischen dem Blankenheimer Wald und den amerikanischen Linien in Losheim. Erst in der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember erfuhr dann die gepanzerte Gruppe durch Obersturmbannführer Piper den detaillierten Auftrag der Rundstedt-Offensive. Der Auftrag lautete: Die Panzergruppe greift am 16.12.44 in der Früh im Abschnitt Losheim, Losheimer Graben an und durchbricht die amerikanische Front. Erstes Ziel sind die Maasbrücken. Der Kampf soll ohne Rücksicht auf Flankensicherung beiderseits des Angriffsstreifens geführt werden und unter Ausnutzung der Schnelligkeit mit den Panzern bis zur Maas vorzustoßen. Am 16. Dezember 1944 begann mit einem Feuerschlag um 5.30 Uhr der deutsche Angriff. Eine Überschreitung der Maas durch deutsche Truppen hielt Eisenhower wegen möglicher Nachschubfähigkeiten für ausgeschlossen. Heer und Waffen-SS durchstießen die feindlichen Linien in Belgien und Luxemburg. Es wurden etwa 20.000 amerikanische Gefangene in rückwärtige Lager gebracht. Operationsziel der 5. Panzerarmee der Wehrmacht und der 6. SS-Panzerarmee war Antwerpen. Im November 1944 erläuterte Hitler dem Führungsstab seine Pläne. Der Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall von Rundstedt, mit Oberstgruppenführer Sepp Dietrich. Die schwere Panzerabteilung 501 mit Königstigern verlässt nun den Bereitstellungsraum Thondorf nördlich Blankenheim in der Schneeeifel und zieht bis in den Angriffsraum Schmidtheim statt Kill vor. Panzer auf dem Marsch in die Bereitstellung. Am 16.12. verlegte die Kampfgruppe Piper aus dem bisherigen Bereitstellungsraum hinter der Front der 3. Fallschirmjägerdivision, die seit den frühen Morgenstunden im Angriff gegen die amerikanischen Stellungen bei Losheim war, und stellte sich bereit. Um Mitternacht des 16.17.12. übernahm die Kampfgruppe Piper die Kampfführung im Abschnitt Losheim.
als kleinen Soldaten natürlich nicht erkennbar waren, war die Vorbereitstellung, möchte ich sagen, im Raum Euskirchen. Dorthin kamen wir etwa um die Novembermitte und wir waren der Meinung, dass der Aufenthalt dort nur Stunden oder vielleicht bestenfalls Tage sein könnte. Und dann sollte es weitergehen. Über verschlammte Straßen bahnte sich auch Oberstruppenführer Sepp Dietrich mit seinen Männern den Weg mühsam und zeitraubend nach vorne. Die überraschten Amerikaner ergriffen die Flucht. Honsfeld fiel ohne ernsthaften Widerstand der starken Besatzung und wurde vom Fallschirmjägerregiment 9 besetzt. Hier wurden auch zahlreiche Gefangene eingebracht. Auf dem Marsch nach Büllingen wurde ein Feldflughafen des Gegners auf der linken Seite erkannt und unter Beschuss genommen. Am Ortseingang Büllingen wurde ein Panzer IV aus der Spitzengruppe Sternebeck durch Nahkampfmittel abgeschossen. Dieser Panzer hinderte Manfred Thorn an der Weiterfahrt. Hazel Thun Thorn findet 50 Jahre später den US-Veteran Grant Jaeger von der 99. US-Infanteriedivision, der in Büllingen gekämpft und diesen Panzer mit seiner Bazooka abgeschossen hat. Grant Jaeger steht an der gleichen Stelle und schildert, wie er am Sonntag, den 17. Dezember 1944, als Sergeant von der 924. Feldartillerie einen Panzer abgeschossen hat und schließlich von Hauptsturmführer Josef Diefenthal gefangen wurde. Er ist noch heute Diefenthal sehr dankbar für die anständige Behandlung und würde ihm gerne dafür seine Hand drücken. Begrüßen wir uns jetzt als Freunde. Früher, vor 40 Jahren, waren wir Gegner. Heute wollen wir Freunde sein. It's good to be here and shaking your hands after 50 years. Good. Hier befand sich der Gefechtsstand von Captain James Cobb, Kommandeur der 924. Field Artillerie. Von hier aus wurde Grant Jaeger zur Straßengabelung am Ortseingang geschickt. Von seiner Batterie waren Kommandeur James Cobb und 57 Soldaten von insgesamt 69 Männern gefangen genommen worden. In schneller Fahrt fuhr die Spitzengruppe Sternebeck in Büllingen ein und fuhr an der Kreuzung versehentlich statt nach Westen rechts in nördliche Richtung auf Wirtsfeld zu. Als er seinen Irrtum erkannte, drehte er nach Süden um und fuhr wieder über Büllingen in Richtung Möderscheid. Rolf Erhard von der 7. Panzerkompanie im Haupttrupp der Vorhut berichtet. War gegenüber der Apotheke war ein wohl kleineres Spritlager. An dieser Stelle. Es waren da Benzinkanister zu Karrees gestapelt. Es müssen wohl einige tausend Liter gewesen sein. Und die wären natürlich für uns sehr wichtig gewesen. Diese Amerikaner haben dann, ohne sich zu widersetzen, in Unterhosen, wie sie waren, einige Benzinkanister an die Straße selbst geschleppt, wo es uns dann auch gelang, nachdem wir mit dem Panzer nachgezogen waren, einige von diesen Kanistern aufzutanken bzw. mitzunehmen. Allerdings setzte nach relativ kurzer Zeit, also nach einigen Minuten,
setzte Artilleriefeuer ein und gleichzeitig bekamen wir den Befehl, weiterzufahren Richtung Bütchenbach. An dieser Kreuzung ordnete sich die Spitzengruppe Sternebeck wieder ein. Der beschwerliche Marsch über Schoppen nach Ondenwahl auf verschlammten Straßen und im Nebel war ohne Feindberührung. Die Spitzengruppe Sternebeck erreichte etwa 11 Uhr den Ort Thirimont. Die Kolonne Peiper versuchte zunächst, diese direkte Straße nach Engelsdorf zu befahren, blieb aber im Morass stecken. Danach machte sie Kehrt in Richtung Bagatelle. Die Panzerspitze marschierte gegen 12 Uhr nördlich von Thirimont auf dieser Straße in Richtung Bagatelle. Dabei entdeckte sie auf der linken Seite in ca. 800 bis 1000 Meter Entfernung auf der Parallelstraße eine amerikanische LKW-Kolonne, die von Malmedy kommend bereits die Bonnier-Straßenkreuzung überquert hatte. Die Panzerspitze eröffnete mit Sprenggranaten das Feuer. Dabei gerieten einige Fahrzeuge in Brand und fuhren ineinander. 10 Minuten später kam die Vorhut. An der Spitze fuhr Manfred Thorn. Er berichtet. Ich habe von der 7. Kompanie die Spitze in Thirimont übernommen und bin gegen 12.45 Uhr hier auf dieser Straße mit meinem B4 gefahren. Von der Stelle aus, wo ich jetzt stehe, konnte ich in ca. 1000 Meter die Kreuzung sehen und wie sich die amerikanischen Fahrzeuge Richtung Süden fahrend bewegten. Ich habe von hier aus zwei Schüsse abgegeben, und zwar auf den ersten und zweiten Wagen. Die anderen sind dann ineinander gefahren. Ich hatte den Eindruck, dass ich der erste Wagen überhaupt von der ganzen Abteilung bin, denn vor mir war kein Fahrzeug zu sehen. War der erste Wagen von uns in Feuerstellung und begann Beschuss in Richtung Straße. Wir sahen eine anrückende Kolonne und haben dann mit einigen Schüssen in dieses Gefecht eingegriffen. Wobei allerdings schon nach 3 bis 5 Schüssen unsererseits das Gefecht abgebrochen wurde, um nicht unnötig die Fahrzeuge, die wir ja als Beute betrachteten, zu zerstören. Wie hat sich die Situation für Sie am 17.12. dargestellt, als Sie kurz vor der Kreuzung waren? Wir sind dieser Straße hier längs gefahren und dann auf 11 Uhr wurden amerikanische Autos gesichtet, die dann auch von uns unter Feuer genommen wurden. Und dann ist Manfred Dorn weiter zur Straße gefahren und ich bin querfeldein unterhalb der Kreuzung rausgekommen. Als Sie querfeldein in Richtung Kreuzung fuhren, Herr Siptort, sind Sie da mit den restlichen Panzern Ihres Zuges ohne den Spitzenpanzer Thorn über die Wiese zur Parallelstraße 23 gefahren, auf der sich die amerikanischen Fahrzeuge befanden? Die Panzer sind alle der Straße nachgefahren. Ich bin als einziger übers Feld unterhalb der Kreuzung rausgekommen. Hatten Sie zu diesem Zeitpunkt Funkverbindung zu den anderen Fahrzeugen? Nein, wir sind ohne Funk gefahren. Welche Situation bot sich nun für Sie, als Sie südlich der Kreuzung auf die Straße Malmedy-Engelsdorf kamen?
Ja, die Situation war so, dass die Gefangenen alle auf, zum Teil noch auf Fahrzeugen und ein Teil schon vor dem Café waren. Als ich auf die Straße einbog, mein Ladeschütze gesehen hat, dass die fliehen wollten, hat er zwei Schuss abgegeben. Mit der Pistole? Mit der Pistole. Was hat sich daraufhin an der Kreuzung abgespielt? Daraufhin hat sich an und sich durch die Nervosität Maschinengewehrfeuer in Gang gesetzt und wir sind weitergefahren nach Engelsdorf. Als das Maschinengewehrfeuer einsetzte, sahen Sie noch andere deutsche Fahrzeuge an der Kreuzung stehen oder waren Sie alleine mit Ihrem Panzer? Nein, das war noch, stand noch Schützenpanzerwagen da und noch Panzer da. Und das Maschinengewehrfeuer, kam das von Schützenpanzerwagen oder von Panzern? Das konnte ich nicht feststellen, weil ich ja gleich abgedreht bin nach Engelsdorf rein. Aus Ihrem Panzer wurden aber keine Feuerstöße mit dem MG abgegeben? Nein, hat nur mein Ladeschütze beschossen mit zwei Schuss auf eine Entfernung von 300 Meter. Obersturmführer Sternebeck fuhr nach dem Beschuss der LKW-Kolonne sofort über Bagatelle. Dort links herum zur Bonnier-Straßenkreuzung. Noch vor Erreichen der Kreuzung wurde er von abgesessenen Amerikanern mit Maschinengewehren beschossen. Er erwiderte sofort das Feuer mit dem Bord-MG und griff die Kolonne erneut an. Diese stellten jedoch nach Annäherung der Panzerspitze das Feuer ein und ergaben sich. Die Gefangenen wurden von Sternebeck angewiesen, sich nach hinten zu begeben. Die Vorhut der Kampfgruppe Piper folgte der Spitze Sternebeck mit einem zeitlichen Abstand von ca. 10 Minuten. An der Kreuzung bot sich Manfred Thorn ein völlig anderes Bild. Die von Sternebeck gefangen genommenen Amerikaner nahmen inzwischen die Waffen wieder auf und saßen bereits auf den rückwärtigen LKWs. An der Straßenkreuzung wurde ein Überraschungsangriff auf Engelsdorf geführt und dem Stab der 49. Flakbrigade General Timberlake im Hotel du Moulin gefangen zu nehmen. Der Hotelbesitzer informierte Sternebeck. Der Herr General ist vor wenigen Minuten mit seinem Stab abgereist, kommt aber zum Weihnachtsfest wieder. Bei Dämmerung war Engelsdorf gesäubert. Und der Marsch wurde nach Stadtloh fortgesetzt. Der mit Panzern vorgetragene Angriff auf die Amblève-Brücke in Stadtloh wurde durch heftiges amerikanisches Packfeuer abgewiesen. Obersturmbannführer Piper entschloss sich nach Umgruppierung der Angriffsspitze am nächsten Morgen, den 18. Dezember, erneut anzugreifen. Im zweistündigen Kampf gegen amerikanische Panzer und belgische Partisanen gelang der Durchbruch durch Stadtloh. Die Panzerspitze setzte den Marsch auf Trois-Ponts fort und gelangte gegen 11 Uhr an die Bahnunterführung. In dem Moment sprengten amerikanische Pioniere sämtliche Brücken vor den Augen der Angriffsspitze. Teile der Kampfgruppe, die sich wegen verstärkten Widerstands den Weg durch Stavelot nicht mehr freikämpfen konnten, wichen über Lodomé nach Wanne aus. Hans Sipp dort berichtet. Sind dann gegen Abend weitergefahren und wir sind rum nach Wanne gefahren. Wie lange sind Sie in Wanne geblieben? Bis unsere Kompanie von Lagles wieder zurückkam. Die Teile der 6. und 7. Panzerkompanie, die in Wanne zurückblieben, sollten schnellstmöglich zur Panzergruppe in Lagles aufschließen. Sie konnten jedoch gegen die inzwischen erheblich verstärkte amerikanische Abwehr in Stavelot keinen Erfolg erzielen.
Mittlerweile entschloss sich Piper, nach Norden abzudrehen und fuhr über Coup Richtung La Glaise. Zwischen 14 und 16 Uhr, auf der Straße zwischen La Glaise und Chenieu, gelang es amerikanischen Jagdbombern, die deutschen Panzer zum Stehen zu bringen. Erst bei Dämmerung konnte der Vormarsch nach Stoumont aufgenommen werden. Die für beide Teile verlustreichen schweren Panzer- und Artilleriegefechte in Stoumont zwangen die Panzergruppe, um der Einschließung zu entgehen, am 21. Dezember nach La Glaise zurückzukehren. Mitgeführt wurden die verwundeten, aber gehfähigen deutschen Soldaten und nicht verwundete amerikanische Gefangene. Unter den Gefangenen befand sich der amerikanische Major McCown. Hal McCown, Veteran des 119. US-Infanterieregiments, schildert zu Hause seine damalige Gefangennahme durch die 10. SS-Panzergrenadierkompanie Preuß, nicht weit entfernt vom Château Fouacourt, und wie er schnellstens zum Gefechtsstand Piper gebracht wurde. Inzwischen ist auch La Glaise eingekesselt und wird rundum verteidigt. Obersturmbannführer Piper, damals 29 Jahre, entschließt sich am 24. Dezember mit 800 Männern auszubrechen. Auf Anordnung Pipers wurden die schweren Waffen gesprengt. 130 amerikanische Gefangene und 50 Verwundete der Panzergruppe blieben unter Aufsicht eines deutschen Truppenarztes in La Glaise zurück. Major McCown wurde beim Ausbruch als Pfand mitgeführt. Fritz Eckmann schildert den beschwerlichen Weg. Er hat uns rausgeführt und ich weiß noch, in La Glaise am Mittag war ich im Quartier bei ihm und dann hat er alle Panzerbesatzungen heute Nacht um ungefähr um 10 Panzer in die Luft sprengen. Die Funker haben den Auftrag gehabt, Sender und Empfänger mitzunehmen zum Ausbruch. Und dann kam alles geschossen zusammen und wir sind marschiert. Und unterwegs sagt uns einer oder ruft einer, wir sind durch. Da hat einer noch gerufen, hurra, jetzt rennen wir runter über eine Wiese. Sind über die Wiese gerannt, in dem Moment kam amerikanisches MG-Feuer. Da sind also viele noch gefallen. Das Funkgerät und das Käppi, alles war weg. Klar, jeder ist um sein Leben gerannt. Und als wir nachher im Wald waren, ging es runter zu einem Fluss, der reißend war. Das war am 24. Heiligen Abend. Dann hat sich jeder eingehängt und da ist natürlich manches passiert, dass eine angeschreckt hat, hat losgelassen, ja, und so weiter. Natürlich. Und da sind also viele noch umgekommen in dem Fluss. Ich kann nicht mehr sagen, wie der Fluss hieß, schon lange her. Und als wir durch den Fluss waren, sind wir in ein Waldstück rein und da durften wir 5 Minuten schlafen. Die Uniform war fest, voll gefroren, es war kalt. Und bis wir dann nach Wanne kamen. In einer langen Reihe marschieren die Männer durch verschneite Wälder. Piper versäumte es nicht, seine Soldaten immer wieder mit einigen guten Worten aufzumuntern. Im Waldgebiet von Bergewall stößt die Spitze auf eine amerikanische Sicherung, die sofort mit Maschinengewehren und Granatwerferfeuer antwortete. Bei diesem Gefecht gelingt es dann, McCown zu fliehen. Besonders schwierig gestaltete sich die Überquerung der Salm, die damals Hochwasser führte. Einige Männer durchschwammen in voller Uniform das eisige Wasser. Andere bildeten eine Kette und versuchten so, den Fluss zu durchqueren. Dabei sind einige Soldaten ertrunken. Vor der Überquerung des Flusses mussten erst die amerikanischen Linien von rückwärts durchbrochen werden, um nach der Straße den gegenüberliegenden Wald vor Wanne zu erreichen. Fast 1,5 Tage marschieren die Männer der Panzergruppe unter unsäglichen Strapazen ca. 14 Kilometer durch unwegsames Gelände von La Glaise bis Wanne. Dabei verloren sie 30 ihrer Kameraden. Vormittag des 25. Dezember trifft Piper mit seinen Kommandeuren auf dem Divisionsgefechtsstand im Schloss Wanne ein.
Am 21. Dezember 1944 verbreitete der Propagandasender Calais und die Truppenzeitung Stars and Stripes die Nachricht, dass bei Malmedy amerikanische Kriegsgefangene durch deutsche Soldaten erschossen wurden. Am 23. und 24. Dezember wurde Malmedy von den Amerikanern bombardiert. Sie verwechselten vom Flugzeug aus das eigentliche Ziel St. Vith mit Malmedy. Dabei wurden 202 Bürger und 200 amerikanische Soldaten getötet. Später gestanden die Amerikaner diesen Irrtum ein. Erich Düsseldorf berichtet. Es waren natürlich viele Amerikaner hier. Ein Kunde kam zu uns wegen einer Arbeit. Als wir die einsehen wollten, kamen Flugzeuge und sahen, dass dann Bomben fielen, haben uns beeilt, im Keller runterzukommen und sind da verschüttet worden. Es war ein Volltreffer, Sprengbombe hat die zwei Hälften der anderen Häuser mit abgerissen. Und im Keller waren Leute von Büllingen und der Gegend, die die Amerikaner nach Malmedy gebracht hat. Auch Frau Erna Langer erinnert sich. Es war im Oktober, Anfang Oktober, als die Deutschen wieder näher rückten. Dann wurden Frauen und Kinder eingesammelt und evakuiert. Erst waren wir in Malmedy, wo es anfangs auch sehr ruhig war. Nur am Abend, dadurch, dass das Städtchen in einem Tal liegt, war hinten ein Felsen. Dort schlugen jeden Abend V1 an, die aber nicht ihr Ziel erreichten, weil sie zu hoch waren. Und dann kam Weihnachten. Und in diese Nacht wurde Malmedy bombardiert. Meine Mutter sagte, wir können nicht hierbleiben, wir müssen sorgen, dass wir in eins der Dörfer kommen. Und also zogen wir los. Sie war mit 4 Kindern unterwegs. Als sie am Platz kamen, da brannte es schon von allen Seiten, die Häuser, die Balken flogen runter. Dann kam ein amerikanischer Soldat. Er zog uns mit in einen Keller. Dort sind wir die Nacht über geblieben. Jeder schrie, die Kinder spielen. Es war wirklich, wir lagen auf einem Haufen Kohlen. Am Tag drauf gingen wir raus und es war wieder ruhig, aber alles war am Brennen. Und dann beobachteten wir, dass die Amerikaner weiße Tücher mit einem Zeichen drauf quer durch die Stadt über die Dächer legten. In dem Moment konnten wir nicht wissen, was das bedeutete. Später hat man uns wohl gesagt, dass es wahrscheinlich die Amerikaner selber gewesen wären, die Malmedy bombardiert hatten und dadurch bemerkbar machten, dass sie selber in dem Städtchen waren. Danach ist auch nichts mehr passiert. Am 20. Januar 1945 ist die Rundstedt-Offensive wegen der feindlichen Übermacht gescheitert. Nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht wurde der Zwischenfall an der Bonnier-Kreuzung von einer War Crimes Commission untersucht. Die ersten Erhebungen nach den Männern der 1. SS-Panzerdivision erfolgten in den Kriegsgefangenenlagern und führten über Zuffenhausen in das Zuchthaus Schwäbisch Hall. Schwäbisch Hall wurde von Colonel Dwight Fenton auf Anraten von First Lieutenant Pearl wegen der 1200 Einzelzellen extra ausgesucht, um eine totale Isolation der Gefangenen zu gewährleisten. Ab 4.11.1945 wurden die ersten deutschen Gefangenen der 1. SS-Panzerdivision in dieses Gefängnis eingeliefert. Heute, am 11.11.1995, auf den Tag genau, stehen zum ersten Mal deutsche Zeitzeugen an der gleichen Stelle und berichten über ihre Erlebnisse in diesem Gefängnis. 1945, um den 11. November, wurden wir von Zuffenhausen nach Schwäbisch Hall transportiert, und zwar an diesen Eingang unter einen Spalier von Amerikanern, die rechts und links flankiert waren und die uns mit Stecken bearbeiteten, mit den Handstecken bearbeiteten, und wurden in eine Empfangszelle aufgenommen, und von der Empfangszelle wurden wir dann nachher an die einzelnen Zellen verteilt. Ich hatte jetzt persönlich Glück gehabt, weil ich gleich in die Zelle 1 kam und erhielt dadurch weniger Schläge, aber die anderen, die haben dann dementsprechend die Schläge bekommen. Am 16. November 1945 kam ich von Zuffenhausen
mit ca. 16 bis 20 Personen in einem LKW hier an. Wir fuhren hier rückwärts an diese Treppe. Dort hat man uns gesagt, wir sollen hier aussteigen und hier an dieser Stelle unser ganzes Gepäck abgeben. Da waren unsere Decken, die Brotbeutel und auch die Papiere dabei gewesen. Kochgeschirr, alles wurde hier abgegeben. Wir besaßen also nichts. Wir sollten einen Zettel daran befestigen mit unserem Namen. Wir bekämen diese Sachen nach dem Aufenthalt hier wieder. Ich selbst habe meine Sachen nie mehr gesehen. Dietrich Schnell, Sanitäter, berichtet. Bei der Entladung der LKWs konnten wir vom Krankenhaus aus zusehen, wie die Männer beim Absteigen durch Fußtritte und Stockhiebe misshandelt wurden. Vom Krankenhausfenster haben wir die Vernehmenden in Gruppen bis zu 10 Männern mit den Händen auf den Schultern des Vordermannes gesehen, die von den Amerikanern mit Hep, Hep, Hep über den Gefängnishof getrieben wurden. Den Säumigen wurde mit Stockhieben nachgeholfen. Alle trugen schwarze Kapuzen. Let's go! Diese Nachstellung soll Ihnen verdeutlichen, mit welcher Brutalität die Gefangenen auf ihre Zellen getrieben wurden. An jeder Etage stand ein Posten mit einem Schlagstock und dirigierte den Gefangenen mit den Worten "Let's go" in die für ihn vorgesehene Zelle. Let's go! Wer könnte sagen, dass Sie war eine der ersten über die Kreuzung an die 17. Dezember 1944 in Baumitz? Ja, das stimmt, ja. Ja. Und Sie waren mit? Ich war im Panzer vom Obersturmführer Sternebeck als Funker. Und wir kamen, also wir waren das erste Fahrzeug, was an der Kreuzung angekommen ist. Und wie war es, Sie sind begegnet plötzlich mit den amerikanischen Truppen von rechts? Ja, die Fahrzeugkolonne fuhr von rechts nach links und da wurden die ersten beiden Fahrzeuge zusammengeschossen und dann am Schluss wurden die Fahrzeuge zusammengeschossen. Und darauf mussten die Amerikaner ja runter und die haben sich auch ergeben dort. Ne? Ich habe die Gefangenen gesehen und das war aber alles in kurzen Zeit und dann sind wir schon wieder weitergefahren, weil ja der Sternebeck den Auftrag hatte, noch sofort nach Engelszell zu fahren, um dort Engelsdorf. Ja. Und um dort den Armeestab zu gefangen zu nehmen. Wir sind wahrscheinlich die eine der letzten gewesen. Wir sind mit der Kolonne mitgefahren, hatten Kettenschaden, mussten liegen bleiben. Und auf die E-Staffel warten, dass die den Kettenschaden behoben haben. Und das hat etliche Stunden gedauert, genau kann ich es nicht mehr sagen. Und sind gegen späten Abend oder späten Nachmittag vielleicht, gegen 16 Uhr, dort an dieser Stelle vorbeigekommen. Und ich habe zwar die Toten dort liegen sehen, aber weder gewusst, warum, weshalb oder ob dort welche erschossen worden sind oder nicht erschossen wurden, kann ich nicht beurteilen, kann ich nicht sagen. Und das ist eigentlich das gewesen, was ich
über das Spektrum, was dort gewesen sein soll, was ich darüber weiß. Da macht man ja in Österreich, in Fischertal, ne? Da sind wir dann ja von da weg, da war die Kapitulation, ne? Und wir sind ja dann geschlossen in die Gefangenschaft. Wir gingen über die Enns, geschlossen zum Ami, wurden an der Enns entwaffnet und dann fuhren wir auch wieder geschlossen nach Mauerkirchen. Das war die erste Station der Gefangenschaft. Ne? Ja, wir wissen schon, dass in Mauerkirchen die Amis hat alle die Gefangenen sortiert. Ja, also wir waren ja geschlossen dort, die ganze Kompanie, also was halt noch von der Kompanie da war. Ne? Und von Mauerkirchen, wo sind Sie gelandet? Von Mauerkirchen bin ich in Regensburg gelandet. Und von Regensburg dann nach Grafenwöhr. Wie war das in Grafenwöhr? Ja, in Grafenwöhr, das war das Hungerlager für uns. War ein Hungerlager? Ja, sicher, auf jeden Fall, da gibt es gar keinen Zweifel. Ich bin mit 82 Kilo in die Gefangenschaft gegangen am 8. Mai. Und habe Mitte August, habe ich dann 48 Kilo gewogen. Ne? Das war alles weg. Das war Grafenwöhr. Ja, und von Grafenwöhr hat man uns dann herausgesiebt. Von der Kampfgruppe. Ne? Und nach Schwäbisch Hall gebracht? Na, da ging es die eine Nacht nach Dachau und am nächsten Tag nach Zuffenhausen. Und von Zuffenhausen ging es dann nach Schwäbisch Hall. Nach Schwäbisch Hall? Ja. Und wann denn sind Sie angekommen in Schwäbisch Hall? Welchen Monat? Ja, das war der 5. November, ne? 5. November, glaube ich. 5. November. 5. Ja. November, 1945, ne? 5. November. Und wie war das bei Ihnen denn, Herr Nowak? Wie war das denn bei Ihnen, Herr Nowak? Wo waren Sie an die 8. November? Ich bin auch in Steyr über die Enns in Gefangenschaft gekommen. Dann Mauerkirchen. Und von Mauerkirchen nach Ebensee. Und von Ebensee nach Augsburg. Und in Augsburg hat man mich dann rausgeholt nach Zuffenhausen. Nach Zuffenhausen geschafft. Und da bin ich ungefähr gewesen 14 Tage in Zuffenhausen. Und dann bin ich von Zuffenhausen aus nach Schwäbisch Hall am 5., wie ich das hier auf meiner Skizze noch zu sehen ist, am 5.11.45 nach Schwäbisch Hall. Diese Skizze hier. Und die Skizze, die habe ich dann nach mehrmaligen Verhören und so weiter, dann hat man mir einen schönen Tag gesagt, dass ich hier, ist irgendein Wachposten reingekommen mit dem Zettel oder mit einer Liste, gesehen habe ich es nicht. Hat mich nach dem Namen gefragt, dann habe ich gesagt, und da hat er gesagt, sie werden morgen erschossen. Hier haben sie einen Block und hat einen Bleistift gegeben, so einen kleinen Stimmel. Wir können sie nochmal nach Hause schreiben und das ist es gewesen. Ja, da war natürlich, die Aufregung war natürlich nicht gerade angenehm, ne? Wenn man zu erfahren kriegt, dass man nächsten Tag erschossen wird. Ja. Und was ich geschrieben habe an meine Eltern, kann ich nicht mehr sagen. Vis-à-vis das Hauptgebäude. Und da ist Folgendes passiert. Das war dann im Jänner, Ende Jänner. Da schaue ich in der Früh, das war so um 8 Uhr, zufällig schaue ich durch das Fenster und da sehe ich, wie der unten aus dem Hauptgefängnis eine Reihe, das waren 8 Mann, alle mit der Kapuze drauf, da habe ich das erste Mal die schwarzen Kapuzen gesehen. Ja, und da hat er die rausgeführt, dann hat er Stopp und hat das Tor abgeschlossen und ist mit denen gegangen. Ich bin an diesem Tag von dem Fenster nie mehr weggegangen, weil ich habe mir Folgendes gedacht, wenn der die im Laufe des Tages nicht zurückbringt, dann ist etwas passiert mit ihm, weil eine schwarze Kapuze, was soll das, meine? Na gut, aber am späten Nachmittag kommt die ganze Gruppe wieder zurück, der lässt die vor dem Tor stehen, na, und an mir sofort aufgefallen, dass die eigentlich alle so gekrümmt stehen da. Ne? Na, und wie die weg waren, das habe ich dann wiederholt beobachtet, habe ich dann jeden Tag beobachtet, da war wiederholt, nicht jeden Tag, aber es war wiederholt, war da Blut dann unten. Und damals, also, ja sicher, und das hat mir ja da auch nicht, das hat mir auch noch nicht gesagt, weil ich nicht wusste, um was es geht. Ja, und das ist halt, habe ich immer beobachtet und dann Ende März, auf einmal geht in der Früh die Zellen die auf, ruckzuck, war der drin und ich habe die Kapuze schon drauf gehabt, die schwarze. Ne?
In dem Moment, wo die Kapuze drauf war, hast du ja nichts mehr gesehen. Ne? Ja, und der nimmt mich dann und führt mich und geht mit mir und die Treppen runter und von der Zelle sperrt er dann auf, hinein damit, und das war dann die Verhörzelle. Ne? Da hat er mich in der Früh hineingebracht und am Nachmittag, so gegen 1 Uhr, sind die erst gekommen zum Verhör. Und die Stunden da drin waren ja wieder eine seelische Belastung. Das ist ja logisch, wenn man nicht weiß, um was es geht. Und ich habe ja zu dem Zeitpunkt noch immer nicht gewusst, um was es geht. Ich wusste das nicht. Da kann die Welt einstürzen. Ja, und eins kommt der rein, der große Ketten, der Schwarze, der Schuhmacher, und ein Sergeant dabei. Ne? Auch ein riesen Lackel. Ja, und dann ist das gleich losgegangen, die Fragerei. Die üblichen Daten hat er mal gefragt, Geburtsdatum etc. Ja, und dann kommt die erste Frage, und die erste Frage gebe ich eine Antwort, und in dem Moment haben mir die zwei Schneidezähne gefehlt, ne, weil da hat er sofort geschlagen, der Satz. Ne. Die Antwort hat ihm nicht gefallen. Nein, die Antwort war nicht nach seinem Geschmack. Ne. Ich habe die Wahrheit gesagt, aber der wollte was anderes hören. Und dann fing das an mit den üblichen Fragen, was hier Herr Fischer schon gesagt hat. Hat es einen Befehl gegeben von Gefangenenerschießung, ist mir nicht bekannt. Und was wissen Sie über die Erschießung der Gefangenen, die dort, was dort passiert ist? So, weiß ich nicht, ich habe Kettenschaden gehabt und da gab es das erste Mal eins mit so einem Holzknüppel da über die Schulter. Und ich wurde natürlich erstaunt und erschrocken darüber, warum man mich geschlagen hat. Ich habe die Wahrheit gesagt. Und so ist es eben mehrmals weiter passiert. Die wollten eben unbedingt wissen, dass es den Befehl gegeben hat und dass ich bei der Erschießung irgendwie dabei gewesen bin. Und ich bin dann noch 2-3 Mal zum Verhör gewesen. Und ob die sich nur weiter erkundigt haben, dass unser Panzer tatsächlich Kettenschaden hatte. Und nach dem dritten oder vierten Verhör brauchte ich dann nicht mehr zum Verhör gehen. Von wem? Und bin weiter in Einzelhaft geblieben bis zur Entlassung oder bis zur Überführung nach Dachau. Ich war damals 20 Jahre alt. Ja, das war im Lager Ebensee 2. Dort waren ca. 28.000 deutsche Kriegsgefangene, die in Baracken und teilweise auf der Wiese kampierten. Im September 1945 wurde mein Name über Lautsprecher aufgerufen. Ich hatte mich in den Office zu melden. Die Amerikaner wussten damals also sehr genau, wer in diesem Lager war. Die Frage war kurz gehalten, sie beschränkte sich nur darauf, ob ich gegen die Amerikaner 1944 in den Ardennen gekämpft habe. Dort, ich bejahte und durfte anschließend wieder auf die Berge zurückgehen. Die Kameraden waren natürlich sehr neugierig und haben mich befragt, was wohl los wäre, warum ich nun zum Verhör musste. Dort erklärte ich, es geht wahrscheinlich über den Ardenneneinsatz, und dabei machte ich eine Bemerkung über den Kameraden Flaps mit einer eindeutigen Daumen- und Zeigefingerbewegung. Diese Bemerkung über Flaps war dann früher in Schwäbisch Hall als wie ich selbst. Denn im November 1945 wurde ich nach Schwäbisch Hall gebracht, und dort hat Mr. Schuhmacher mir diese Bemerkung über Flaps ebenfalls mit Daumen- und Zeigefingerbewegung vorgeworfen. Ich wurde in dieser Vernehmungszelle dreimal in der ganzen inhaftierten Zeit vernommen. Dabei wurde ich von Schumacher, Perl und vernommen. Ja.
Es ging hauptsächlich dabei um die Probleme Kreuzung, Engelsdorf, der amerikanische Gefechtsstand und Laglais, Befehlsstand Pötschke, Weiber. Ich wurde abgeschossen. Ich fuhr mit so einem Schwimmwagen hier da und bin in den Graben eingerutscht. Und da sagten die Spitzenpanzer, also die fünf Mann, das waren alles, die ich nicht kannte. Das war ein zusammengestellter Zug vor dem Einsatz. Und die sind weitergefahren und ich bin dort geblieben und habe mich sozusagen verpflichtet gefühlt, die Gefangenen dort so zu bewachen. Das waren meines Erachtens so 40 Mann gewesen. Die haben die Waffen hingeschmissen und haben die Hände über den Kopf stand. Und ich habe dann gewartet, weil bis die Spitze kam. Da kam dann die Spitze und das war mein Kommandeur, den ich gefahren habe, der Pötschke. Und der Adjutant Fischer als Zweiter. Und der Pötschke ist stehen geblieben und hat mir den Befehl gegeben, möglich Benzin oder Fahrzeuge zu requirieren und zu suchen. Und soll ich den Oberscharführer Ochmann damit beauftragen, dass er das wünscht. Und in dem Moment ist der Adjutant an denen vorbeigefahren und die Kolonne fuhr weiter. Und bei dieser Gelegenheit hat er die Bemerkung gemacht, ich soll so lange dort bleiben, bis die Panzerpionierkompanie kommt. Da kommt der Oberscharführer Rumpf, der vierte die Kompanie. Ich sollte ihm das Bescheid sagen, dass er mich hier rausziehen soll. Ich hatte in der Zwischenzeit dann das Reserverad genommen und im rechten Rad gewechselt, aber links hatte ich ja keins mehr, weil beide Räder kaputt waren. Und der Rumpf kam dann, ich habe ihm das erläutert, er sagte, der letzte SPW von der Panzerpionier, das war der letzte von der ganzen Kampfgruppe sozusagen. Der kam dann gefahren, das war ein unterstrumpfiger Hering, der soll mich rausziehen. Der Hering blieb stehen. In dem Moment hatten wir auch von Engelsdorf aus Feuergefecht. Da wurde der vordere Panzer abgeschossen und ging in die Luft. Und da blieb die ganze Kolonne stehen. Und der letzte Panzer war ein Königszieher. Der stand dort in Höhe von den Gefangenen, also halb so war. Und der ganz letzte war der, der mich aus dem Graben ziehen sollte, der Hering. Und bei dieser Aktion, wo der mich aus dem Graben gezogen hat, bekamen wir schweren Beschuss vom Wald aus, von dem Hochwald, von rechts. Und da hat dann die Besatzung von dem SPW das Feuer eröffnet und auf dem Waldstreifen da oben geschossen. Und auf dem Panzer waren Fallschirmjäger aufgesessen, die haben auch mit den Sturmkarabiner geschossen. Und dabei wurden diese Gefangenen in Mitleidenschaft gezogen. Ne? Also die wurden ja schon mal wild, liefen durcheinander. Manche haben wahrscheinlich die Waffen aufgehoben und ich habe die Gelegenheit dabei genutzt, dort, weil er mich schon rausgezogen hatte, nach Engelsdorf vorzufahren. Und dann eben bin ich dann nochmals zur Vernehmung zweimal gekommen, wegen Engelsdorf, da hat die angeblich 8 Gefangene erschossen und dann in Laglais hätte ich Gefangene an der Friedhofsmauer erschossen, auf Befehl von meinem Kommandeur. Vom 16. November 1945 bis circa 1. Januar 1946 war ich in diesem Zellenbau inhaftiert. Man hat mich fast 4 Wochen unbehelligt da in dieser Zelle gelassen. Ich kann mich nur noch an diese miserable Verpflegung erinnern, nämlich Weihnachten bekamen wir einen Salzhering zu essen und nichts zu trinken und kein Brot dazu. Wir haben damals diesen Salzhering gegessen und bekamen furchtbaren Durst. Und den anderen Kameraden ging es genauso, denn ich hörte nebenan und oben und links von mir in der Zelle die Leute an die Tür, wie sie an die Tür geschlagen haben und nach Wasser gerufen haben. Anschließend hörte ich überall die Wasserleitung von der Toilette. Und da dachte ich, das ist meine Rettung. Ich habe mit dem Kopf habe ich die Wasserspülung betätigt und mit den Händen habe ich das Wasser aus der Toilette aufgefangen und getrunken.
Am 2.1. wurden wir hier mit der Kapuze in diese Verhörzelle geführt. Hier lernte ich zum ersten Mal meine Peiniger kennen. Das war Leutnant Berl, der Schuhmacher und der Mr. Dong. In amerikanischer Uniform waren sie hier in dieser Zelle gestanden und herrschten mich an. Ich soll mich ausziehen. Schneller, schneller. Ich habe mein Hemd runtergerissen, dass die Knöpfe hier im Zimmer rumrollten. Und ich sollte mich an die Wand stellen mit erhobener Hand. Und da entdeckten sie meine drei Narben am Rücken und da schrie der Berl, jawohl, das ist der Mörder, der auf die Amerikaner geschossen hat. Ich bin erschrocken, aus dem einfachen Grunde, woher wissen Sie, dass ich Narben hatte, aber die waren ja nun mal zu sehen. Ich wurde dann des Öfteren gefragt, was der Flaps wohl getan hat auf der Kreuzung. Ich wusste zwar, dass er geschossen hat und warum, weil die Amerikaner dort an der Kreuzung in Bonnet die Flucht ergriffen haben. Jetzt ging es darum, wer den Befehl gegeben hat. Und im Panzer vom Flaps war Hans Sigtrott als Kommandant. Aus den Vernehmungsfragen habe ich entnommen, dass man den Hans Sigtrott einen Schießbefehl anhängen wollte, weil der Flaps auf dieser Kreuzung zwei Pistolenschüsse abgegeben hat auf flüchtende Amerikaner. Nachdem ich immer wieder verneinte, Hans Sigtrott kann gar keinen Befehl abgegeben haben zum Schießen, weil er mir noch in Engelsdorf erklärte, jetzt haben die da oben reingeschossen und der Flaps hat ebenfalls zwei Schüsse abgegeben und ich habe ihn damals ins Kreuz getreten. Daraus entnehme ich, dass der Hans gar keinen Befehl gegeben haben kann. Man hat mich hier des Öfteren mit Kameraden konfrontiert, die angeblich gesehen haben, dass ich geschossen hätte. Die Kameraden wurden gegeneinander ausgespielt. Ich bekam immer wieder zu hören, dass die anderen schon alle ihr Geständnis gemacht hätten und ich hätte geschossen. Eines Tages kam sie wieder und weckte mich sogar in der Nacht, musste ich hier rüberkommen in diese Zelle und da wurde mir eröffnet, wenn ich weiterhin so stur bleibe, dann wird man meiner Mutter die Lebensmittelkarten entziehen. Das wäre für meine Mutter der Tod gewesen. Zwei Tage später bin ich wieder verhört worden, dann höre ich, Berl sagte zu mir, also jetzt ist auch ihre Mutter gestorben. Einige Tage später kam sie und brachten mir einen Zettel in diese Verhörzelle. Darauf stand mein Panzer eingezeichnet auf der Kreuzung mit dem Rohr zu den Gefangenen und unten stand Hans Sigtrott hat gesehen, wie ich geschossen hätte. Für mich unmöglich. Das kann der gar nicht gesagt haben, kann er gar nicht gesehen haben, kann er gar nicht behauptet haben, denn ich war zu der Zeit, wie das passiert ist, nämlich schon in Engelsdorf. Aber das waren diese Methoden von diesen Berl und Dom, die Kameraden gegeneinander auszuspielen. Ich habe mich dann gewehrt und habe gesagt, dass ich nicht geschossen habe, dass auch Hans Sigtrott den Befehl nicht gegeben haben kann. Daraufhin hat man mir gesagt, wenn ich weiterhin so stur bleibe, dann wird man mich morgen hinrichten. Man führte mich
am darauffolgenden Tag mit Kapuze in einen Raum, wo das war, weiß ich nicht. Dort durfte ich mich dann setzen. Der Boston hat mich in einen Stuhl gedrückt und ich merke, der Stuhl hat Holzlehnen. Und dort wurden dann meine Arme auf den Stuhllehnen festgebunden mit Lederriemen. Jetzt dachte ich, jetzt ist es zu Ende. Das ist der elektrische Stuhl. Die Hinrichtung kann beginnen. Ich war bereits schon im Jenseits, so kann man sagen. Da wurde mir von hinten die Kapuze langsam abgezogen und vielleicht 30 cm vor meinem Gesicht sah ich einen Lederriemen und wie ein Amerikaner vor mir, vor meinen Augen, ein Rasiermesser wetzte. Der schäumte mich dann ein im Gesicht und fing an, mich zu rasieren. Ich kann es gar nicht beschreiben, in welcher Todesangst ich mich da befunden habe. Die totale Missachtung der Genfer Konvention war für die Amerikaner an der Tagesordnung. In den 4 Monaten der Vernehmung fand nicht eine einzige Hofstunde statt. Die Männer durften ihre Zellen außer zur Vernehmung nicht verlassen. In der Nähe wohnende Privatpersonen hörten nachts aus dem Gefängnis die Schmerzensschreie der Gequälten.